Wo kommen Sie gerade her? Ich komme gerade vom Mittagessen und vorher war ich in einer Arbeitsgemeinschaft, nämlich der für Verteidigung. Ist noch Business as usual oder schon eine andere Stimmung? Es gibt eine Menge Sachen, die noch erledigt werden müssen, so Sachen, die letzter Minute noch abgeschlossen werden müssen. Eine Sache, die ich zum Beispiel, an der ich gerade sitze, ist, es ist ja so, dass die Bundeswehr immer noch 17-Jährige als Soldaten einstellt. Mhm. Und das finde ich nicht gut. Da habe ich in der SPD-Fraktion Papier vorbereitet, wo es darum geht, dass die jungen Leute lieber erstmal zivil eingestellt werden sollen, ein paar Vorbereitungskurse machen sollen und dann erst, wenn sie erwachsen sind, wenn sie volljährig sind, auch an der Waffe ausgebildet werden sollen. Das ist so ein Thema, das wir gerade in der Verteidigungs AG der SPD-Leute besprochen haben. Kann man das noch zum Abschluss bringen oder liegt das dann erstmal ein paar Monate, bis es nach der Wahl auch wieder aufgegriffen werden kann? Oder glauben Sie da jetzt noch in anderthalb Wochen einen Haken anmachen zu können? Ja, wir haben immerhin schon einen Satz dazu in unser Wahlprogrammentwurf aufgenommen. Insofern, so ein kleiner Haken ist da schon dran. Aber richtig umgesetzt wird es dann wohl erst nach der Wahl, vorausgesetzt, wir regieren mit. Wie ist bei Ihnen persönlich die Stimmung? Schade, dass es schon vorbei ist mit den 4 Jahren? Oder so, endlich geschafft und eine Pause tut auch mal gut? Ach, naja, ich würde sagen, eine Mischung aus vielen Sachen. Einerseits ist es schon sehr anstrengend, insofern ganz schön, dass es jetzt mal wieder was Neues anfängt. Mhm. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Sachen, ein paar Eisen im Feuer, wo ich das schön fände, wenn ich noch Zeit hätte, daran zu arbeiten. Aber ein bisschen bin ich auch einfach stolz. Ja? Das war meine erste Legislaturperiode im Deutschen Bundestag. Ist doch was ganz Besonderes, Parlamentarier sein zu dürfen überhaupt und dann für 80 Millionen Menschen Gesetze machen zu dürfen. Das jetzt so, da jetzt einen Abschluss zu sehen, das ist schon eine schöne Sache. Ihr Wahlkreis ist Neukölln. Ist das Fluch oder Segen, dass Wahlkreis und Regierungsviertel nur so ein paar Kilometer voneinander entfernt sind? Ja, auch beides. Ich brauchte mir halt in der Hauptstadt keine Wohnung zu suchen und kann zu Hause schlafen. Und kann morgens mit meinen Kindern frühstücken, das ist schön. Aber die anderen Kollegen, die haben natürlich oft die Entschuldigung, wenn in ihren Wahlkreisen irgendwelche Veranstaltungen sind, dann sagen sie, na du, da bin ich in Berlin, da kann ich nicht. Mhm. Die Entschuldigung habe ich natürlich nicht. Das stimmt. Also ein paar mehr Termine als die anderen habe ich dadurch schon. Was ist das Besondere an Ihrem Wahlkreis? Na, Neukölln ist was Besonderes. Ne? Also Neukölln kommt alles zusammen, was so unsere Einwanderungsgesellschaft ausmacht, mit der ganzen, mit dem ganzen Reiz, der davon ausgeht, wenn sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen zusammenleben, aber eben auch mit den Problemen. Und insofern bin ich wirklich begeisterter Neukölln-Politiker. Sie waren ja schon mal im Berliner Abgeordnetenhaus. 10 Jahre lang, ja. Kann man das vergleichen und auch sagen, was mehr Spaß macht, Bundes- oder Landespolitik? Ach nee, das ist eine Frage des Temperaments und der Themenstellung. Also, ich fand zum Beispiel, als ich in der Landespolitik tätig war, da habe ich mich viel um Inneres und Recht gekümmert. Denn da werden die wichtigen Entscheidungen eigentlich auf Landesebene getroffen. Also Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaft. Also da wird ja geguckt, was machen wir eigentlich vor Ort, damit der Rechtsstaat auch funktioniert. Das war eine sehr dankbare Aufgabe, die ich sehr, sehr gern gemacht habe. Und auf Bundesebene sind es halt andere Aufgaben. Da habe ich mich dann auch auf andere Themenstellungen gestürzt. Da bin ich eben jetzt Familienpolitiker und auch in der Verteidigungspolitik gelandet. Und das macht auch ganz gut Spaß. Sie sind Lehrer vom Beruf, vom Beruf und auch Uniprofessor für Griechisch und Latein. Ist das so das komplette Kontrastprogramm zur Politik? Ich finde ehrlich gesagt überhaupt nicht, denn die Griechen und die Römer, die haben ja unglaublich viel über Politik nachgedacht und geschrieben. Also ich habe ganz viele Anregungen von da mitgenommen, von denen ich finde, die passen auch wunderbar zu uns und zu unserer Art über Politik nachzudenken. Motivation ziehe ich manchmal auch daraus, wenn ich einen antiken Autor lese. Mhm. Was hat Sie, Sie haben gerade gesagt, dass das jetzt Ihre erste Legislaturperiode im Bundestag ist, was hat Sie am meisten überrascht, als es dann losging? Ach, ich glaube, ich war nicht so überrascht. Ein bisschen abgebrüht war ich vielleicht schon nach 10 Jahren am Abgeordnetenhaus. Es war schon klar, dass das hier eine andere Ebene ist. Also eine Sache, die ich ganz beeindruckend fand, war diese viel größere SPD-Fraktion. Also im Abgeordnetenhaus waren wir 44 oder 50 und da haben wir viel auch inhaltlich in der Fraktion über alle möglichen Themen querbeet diskutiert. Ja. Und da habe ich mich mal gefragt, wie machen die das wohl hier im Bundestag bei 192 Abgeordneten, weil da kommt ja unmöglich jeder zu Wort. Und wie das so organisiert ist von den Abläufen her, dass man mit dieser viel größeren Anzahl von Abgeordneten trotzdem Diskussionsverläufe strukturiert am Ende zu Ergebnissen kommt. Das fand ich spannend zu sehen. Nochmal anders gefragt, wissen Sie heute mehr über Politik, als Sie es damals wussten, zu Ihrer Anfangszeit im Abgeordnetenhaus? Und wenn ja, was?
Ich habe einfach nochmal mir eine neue Dimension der deutschen Politik erschlossen. Also, in einer Bundesregierung sitzen ungefähr genauso viele Leute zusammen wie im Vorstand eines Kaninchenzüchtervereins. Mhm. Das heißt, man muss am Ende auch die kompliziertesten Fragen so bündeln und so zusammenführen, dass 20, 25 Leute, die um einen Tisch herum sitzen, damit das anfangen und Entscheidungen treffen können. Mhm. Und das verdichtet sich. Ich bin schon Wahlkämpfer. Ja? Ja. Wenn man erstmal im Wahlkampfmodus ist, dann macht das auch einfach Spaß. Da lässt man sich auf eine Umfrage oder so nicht irritieren. Mhm. Ich habe dann meinen Plan, ich gehe gerne ran an die Leute, ich unterhalte mich gerne mit Leuten. Ist der Schalter schon so zur Hälfte umgelegt? Ja. Das, ja? Eigentlich, im Moment finde ich so, dass wir jetzt hier nur noch Piraten zu tun haben, ein bisschen lästig. Ich bin auf die Straße. Was kommt Ihnen an Stimmung entgegen beim Wahlkampf oder beim Gespräch mit Wählerinnen und Wählern? Ist Interesse da an Ihrer Arbeit, an Ihrer Person, oder müssen doch mehr Sie sich verkaufen? Also ich bin ja nun nach inzwischen 14 Jahren als Abgeordneter in unterschiedlichen Parlamenten in Neukölln schon relativ bekannt. Insofern habe ich es nicht so schwer, mich einzuführen. Die Leute sind schon dann auch neugierig, was ich zu sagen habe. Viele kennen mich auch schon und freuen sich, dass sie mich wieder auf der Straße sehen. Mhm. In diesen Wahlkampfsituationen, das läuft ganz gut. Also Augen auf, wenn man durch Neukölln genau. läuft, ob man sie da kann, sieht. Kann passieren, dass man von mir behelligt wird. Okay, genau. Schnell weiterlaufen. Nein, vielen Dank für die 400 Sehr Meter. Gerne. Letzte Bitte, gibt es noch eine Kollegin oder einen Kollegen aus Ihrer Fraktion, den oder die Sie empfehlen würden für ein Interview mit mir? Na, vielleicht der Abgeordnete von Treptow-Köpenick, Matthias Schmidt, der ist ja sogar Sportpolitiker. Okay, der bewegt sich bestimmt gerne. Können wir gleich joggen das Ganze machen. Genau, der bewegt sich bestimmt gerne in der frischen Luft. Okay, dann werden wir ihn anfragen. Vielen Dank.